Viparita Pada Masta Kaspa Shasana ist eine Variation der Königskobra. Von der Bauchlage ausgehen, gib die Hände auf den Boden und hebe den Brustkorb so hoch wie du kannst. Beuge die Knie und gib die Fußsohlen an den Hinterkopf. Das ist die Königskobra. Und das ist die Bezeichnung der Königskobra von Sri Yogeshwaranand Paramahamsa in seinem Buch First Steps of Higher oder First Steps to Higher Yoga. Viparita Pada heißt die Beine umgekehrt. Normalerweise sind die Beine unten, du hebst die Füße nach oben. Padamastaka, das heißt die Fußsohlen, und die machen Sparshana, sie berühren den Kopf. Diese Königskobra gehört zu den fortgeschrittensten Rückbeugen. Sie kultiviert die Flexibilität in Bauch und Brust und Oberschenkel und sie führt zu einem Gefühl der Verbundenheit von Fuß mit Kopf. Das Unterste, die Füße, verbinden sich mit dem Obersten. Und so ist das auch ein Symbol der Einheit und des Kreislaufs des Lebens.